Das erste Etappenziel haben die deutschen Handballerinnen hinter sich gelassen. Mit dem Gruppensieg im Gepäck und einer wichtigen Erkenntnis ist das DHB-Team zu den EM-Hauptrundenspielen nach Göteborg gereist. Wir sind dran an der Weltspitze. Wir können über weite Strecken schon mithalten. Das ist für uns sehr, sehr positiv. Und jetzt wird es eben die Aufgabe, diese Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat in den Spielen, auszuweiten. Zum Vorrundenabschluss gewann die Mannschaft von Trainer Michael Biegler gegen den WM-vierten Polen mit 23-22 und kam damit sogar als Gruppensieger weiter. Das hätte vorher nicht, glaube ich, keiner gedacht. Wir selber sind auch etwas überrascht und ja, das macht auf jeden Fall Mut. Ich freue mich unheimlich auf die nächsten drei Spiele. Wir haben gut gearbeitet, hatten eine sehr schwere Gruppe und können mit sehr viel Selbstvertrauen in die Hauptrunde gehen. Gegner dort sind Serbien, Spanien und Gastgeber Schweden. Gerade das Schwedenspiel wird für alle ein Highlight werden, weil wir uns natürlich eine volle Halle erhoffen. Gegen den Gastgeber zu spielen ist immer was Besonderes und ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Im ersten Hauptrundenspiel geht es am Samstag aber erst einmal gegen Serbien. Im Duell mit dem WM-Zweiten von 2013 wollen Lörper und Co. für eine weitere Überraschung sorgen und die Weichen auf Halbfinaleinzug stellen.